Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Life in the Woods. Ja, da hat sich das Spiel aufgehängt und jetzt fehlen mir 10 Minuten, die ich schon gespielt hatte. Ich war nur angeln und habe einen Baum geschlachtet, bin am Kochen. Ja, hier ist jetzt es. So, das gehört eigentlich hier rein. Bin gerade am Kochen und wollte mir jetzt Marmelade kochen. So, komm her. Na komm. Also Marmelade kochen. Also wir haben hier schon den Zucker gemacht, hier haben wir den Topf und jetzt kommen die Früchtchen rein. Und da hat sich dann einfach mal das Spiel gedacht, so, jetzt reicht's mir, ich hänge mich jetzt auf, das geht so nicht. Pff. Kein Bock mehr gehabt, das Spiel. Ich schon, aber das Spiel nicht. So, und so. Und da haben wir schon unsere köstliche Marmelade. Achso, warte, der muss wieder reingestopft werden. So. Ich habe schon wieder vergessen, wie das mit dem Salat ging. Da war irgendwas mit Gürkchen, ne? Mit unserer guten, leckeren Gurke. Salat. Keine Ahnung. Frischsalat. War das nicht so? Gemüsesalat? Wie war das? Ich habe es ehrlich gesagt komplett vergessen. Salatsaat. Was ist ein Erdbeersalat? Fruchtsalat, Obstsalat mit Erdbeeren. Wie geht dann ein Obstsalat? Beere, Melone und Apfel. Kann man da irgendwas nehmen? Oder müssen das ausgerechnet die Sachen sein? Weil eine Beere haben wir ja eigentlich nicht. Eine Melone haben wir auch nicht. Einen Apfel haben wir eigentlich auch nicht. Gemüsesalat. Warte, Bildsalat. Wie war das? Salatpflanz. Salat, Salat, Salat. Kartoffelsalat. Einfach mit Mayonnaise und... Oh, jetzt kriege ich Hunger. Eiersalat. Wie geht dann ein Eiersalat? Auch dasselbe, nur mit Mai. Also statt Kartoffeln mit einem Ei. Der Frühlingssalat. War nicht das der Salat mit einer Gurke? Den Frühlingssalat brauchten wir doch für was anderes, ne? War das nicht... Warte mal. War das der Frühlingssalat? Gurke und Salat? Da gibt es Frühlingssalat. Und was konnte man dann aus dem Frühlingssalat? Ach so, hoppala. Und dann aus dem Frühlingssalat, glaube ich, konnte man was anderes noch machen. Traumsalat, wieder mit Obstdingens. Rote Beete. Grüner Salat. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Sommerradieschen. Sonnenblumenbrokkoli. Bitte was? Aha. Gemischter Salat. Wie war der? Ach so, da brauchen wir eine Mayo dazu. Salatsoße, also ein Dressing gleich. Ach so. Krautsalatburger. Hamburger und Krautsalat. Aha. Du, liebe Zeit, da gibt es viel zu tun. Stimmt, ich wollte ja auf den Salat warten, der hier noch wächst und gedeiht. Und dann wollte ich so einen Frühlingssalat probieren, ne? Aber der da tut dir nicht weiter. Der da. Du bist schuld. Du brauchst zu lange. Fischi. So, haben wir noch Fischis? Na, das müssten alles sein. Okay. Das heißt, wir werden jetzt in nächster Zeit hoffentlich nicht verhungern, außer, ganz recht, ich Idiot vergesse wieder mal etwas Essen zu mir zu nehmen. Das kommt ja zwar selten vor, ne? Ja. Aber es passiert. Bist du schon wieder fertig? Wow. Die hingegen wachsen sehr schnell. Was mir gerade sehr lieb und recht ist. So, runter damit. Passt. Richtig. Ich wollte noch schnell kontrollieren. Wie schaut es hier aus? Hier habe ich nichts verhaut, glaube ich, ne? Nein? Alles gut. Wie schaut es da oben aus? Okay, man kann überall rausschauen. Das ist verschmerzbar alles. Gut. Dann gehen wir nochmal ein Stückchen rauf. In unser 8 FPS Haus. So. Und hier... Hier machen wir weiter. So. Machen wir mal so. Ich deute es jetzt nur mal so an, ne? So, komm. Und einmal noch, glaube ich. Oi, Gottchen. Oi. Oi. Ja, sehr gut. Dann gehört hier unser Zaun hin. Da habe ich noch welchen. So, jawohl. So soll das ungefähr ausschauen. So, so. Dann natürlich hier so ums Eck. Und selbstverständlich fängt es auch schon zu regnen an. Hoppala, den wollte ich nicht da haben.
So. Und... Ach du liebe Zeit. Jawohl. Und so. Dann geht's weiter. Hier. So. 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 Und... Ach nein. Ach, ich wollte hier in der Ecke, wollte ich ein Holzdingens haben, ne? Dum, 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 dum. So. Da wollte ich doch, sowas. Schaut das gut aus? Ich hoffe. Ich wollte sowas haben. Ei, das ist natürlich verkehrt. Komm, mach Blub. Na toll, jetzt macht er kein Blub mehr. Warte. So, jetzt aber. Blub. So, warte, warte, warte. Das muss ich dann anders machen tun. Was mache ich da? Hä? Was habe ich denn weggeschmissen? Ich bin auch so schlau. So, ich wollte eigentlich... So, rauf. So, komm her. Eigentlich wollte ich hier sowas bauen. Na, naja. Oder so. Na komm. Oh, ruck. Oh, ruck. So ist fein. So, einmal höher. Und dann warte ich durch die Schere weg. So. Und dann wollte ich eigentlich... Warte, ich werde hier noch ein bisschen höher machen. So. Dann tue ich mir leichter. Und dann wollte ich so machen. Und das Ganze hier mit dem besagten Laub verkleiden. Ich werde hier aber trotzdem noch eine Stufe höher machen probieren. So, dass ich hier eben eine besagte Stufe habe und damit ich hier so noch am Rand entlang bauen kann. So. Nein. Naja, okay, die Höhe brauche ich auch. Wow, Gott, hier ist das hoch. so. Na. Ja. So ungefähr. Dann ein Stückchen runter. Dann eins. Na komm. Ziehe dich nicht so. Ruck. Aua. Dann so. Zack. Ach komm. Zack. Immer baut er runter. Nicht drüber. Daher. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder? Was ist hier los? So. Dann so. Das ist natürlich außen. Das ist innen. Und dann muss ich wieder rauf. Oh, ruck. Ruck. So. Oh, ruck. Na komm. Ach, jetzt hüpft sie runter. Mädel, mach mich nicht wahnsinnig, du. So, machen wir so. Ah, was tue ich da? So. Langsam jetzt. Jetzt fange ich Spinnen an. Entschuldigung. Ah, ich wollte die Leiter ab. Bau den Schmarrn dahin. So, wechseln. Es hat doch schon wieder leckt. Wartet mal kurz. Wir laden den Shader nochmal neu. So. Weil das ist nicht zum Aushalten hier. So. Würdest du jetzt bitte bauen? So. Dankeschön. Naja, leckt eigentlich gleich wieder weiter, ne? Aber für einen kurzen... Ja. Für einen kurzen Moment ist es besser. So. Die Schere... Dann tun wir die Angel mit der Schere tauschen. Das will ich so nicht haben. Das schaut nicht schön aus. Weg damit. So. Wenn es höher werden darf, dann hier. Dann auf dieser Ebene. Das soll jetzt nämlich auch wieder... Ach, jetzt komm. Das soll nämlich auch mit Absicht etwas spitzer werden. So, hier normalerweise. Das dürfte nochmal auch so klappen. So, fall runter ein Stück. Richtig so, ja. Ach man. So, natürlich leckt es wieder. Ach komm schon. So. So. Warte, ich glaube, das ist schon okay so. So, so, so. Aha, gut, der eine will nicht. Halt, die Schere. Ach, Alter. Man hat überhaupt kein Gefühl
beim Bauen, wenn es da so schief lecken tut. Dulli du tut. So, dann hier noch. Bin ich froh, wenn das hier erledigt ist. Kann ich gerade nicht in Worte fassen, wie froh ich bin. So. Dann hier so. Ich glaube, das war sogar richtig. So. Achtung, es leckt. Ja, ja, leckt nur. So. Wir sind gerade bei 6 FPS. Das ist nicht viel. Natürlich baut er wieder drauf. Ist ganz logisch. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. So, sehr gut. Das haben wir retten können. Hurra! So, und hier so. Und da so. Und hier so. Und hier und da und dort. So, der eine muss wieder auch weg. Boah, langsam, ey. So. Puh. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich bald mal sterben werde. Wünschen tue ich es mir nicht, aber ich werde wahrscheinlich runterfallen. So, haben wir das jetzt fertig? Ich glaube ja. So, und jetzt legen wir wieder eine Runde. So, jetzt müsste es eigentlich hier doppelt. Na? Okay, dann machen wir nur mal oben. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich vielleicht hier zwischen so einen Holzboden hätte machen sollen. Also die Schicht, wo ich, die ich gerade mache, ob ich die aus Holz hätte machen sollen, weil unten ist Laub und oben kommt da wieder Laub drauf. Also es sieht kein Mensch eigentlich. Ich glaube, das wäre schlauer. Warte, ich mache das nochmal kaputt. Ja, ja. Natürlich schneidet er wieder mehr, als er darf. Als er eigentlich sollte. So. Weil dann ist es hier nämlich auch dicht. Gibt es ein Donnerwetter gleich? Na komm, bau. Achso, ich habe nichts mehr. Ja, da kann ich schon lange warten. So. Ich würde sagen, das müsste mal reichen. 20 Stück. So. Dann so, so, so. Jetzt sieht da hinten auch noch einer aus. Ja, supi. So, und so. Und so, und so, und so. Und so. So, und so, und so, und da auch noch. Ja, ja, natürlich falle ich runter. Ist ganz logisch. Ist ja ganz logisch. Keine Ahnung, wie und warum, aber ich falle runter. Das gehört sich halt so. Ja, natürlich gehen mir jetzt wieder die Dingens aus. Ja. Was sollen wir machen? Es ist halt so. Na, bau. Bitte. Ach komm. So. Und hier noch bauen. So, jetzt haben wir da oben wenigstens mal ein bisschen geschützter. Jetzt falle ich nicht mehr runter so leicht. Das ist ja schon mal was. Jetzt können wir hier wunderbar das Dach zu Ende bauen. Ende bauen. So, also schön. So. So, so, die erste Schicht. Weil von außen schaut es dann aus, als wenn das eine einfache Baumkrone wäre. Ich werde es jetzt nicht zu spitz machen. Ich bin sogar der Meinung, dass es hier eventuell schon reichen könnte. Aber eins mache ich noch drüber. So, so. Und zwar, ich glaube hier beginnend. Passt das so? Ja. So, auf 3. Eins, zwei, ich glaube, das passt auch noch. Ja. Eins, zwei, drei und vier. Das ist nur die Frage, wie komme ich jetzt wieder runter? Pff. Das habe ich wieder ganz schlau hinbekommen. Ich bin doof. Ich bin richtig doof. Wartet mal. Ich bin so doof. Entschuldigung. Ich muss mir hier kurz ein Loch runtergraben. Das wird es gleich auer machen. Aha. Da habe ich mir eine tolle Stelle ausgesucht. Warte.
super. Eine ganz tolle Stelle ausgesucht. Dann nehmen wir halt den hier. So. Und zack. Und hui. Jawohl. Es tut zwar jetzt ein bisschen weh, aber ja, es gibt Schlimmeres. So. Dann nochmal ein Stückchen hoch. So, einmal noch. Genau. Dann bauen wir hier zu. Dann kommt hier das noch ran. So. Und dann müsste das schon mal erledigt sein. So, das können wir jetzt wieder wegmachen. Normalerweise müsste ich jetzt, die Decke jetzt da, was mit Laub voll gemacht werden soll, so auch erreichen. Dann müsste das gut ausschauen. Also dicht ist es schon, man merkt's. Dicht ist es auf alle Fälle. Man hat hier einen schönen Ausguck. Weg damit. Warte, den lasse ich vielleicht noch. Wegen dem Holz einsammeln. So, ist fein. Und hier noch. Super. Dann brauchen wir noch einmal den Zaun. Nur ein Stück. Für hier. So. Da komm. Und ein bisschen Laub noch. Für da. Ja, ja. Das geht schon. Ach komm. Ja, sicher. Ach, Menno. geht schon wieder gut weiter. Ja, ja, natürlich hat er alle beide ausgerissen. Ganz logisch. So. Kann das jetzt ein bisschen besser laufen? Bitte. So. Also zumachen, zu und zumachen. Hier auch. Und hier. Und von da drüben. Ach so, und hier könnte man theoretisch, weil es ja ein Holzstämmchen da ist, ne? Können wir noch so machen. So. Ist zwar jetzt nicht ganz synchron. Na, warte, tun wir es vielleicht ganz weg? Ich glaube, das schaut geschissen aus, das tun wir weg. Dann machen wir nur hier für uns. So, warte. Gleich haben wir das. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Da mache ich nur so zwei hoch, damit die Leiter gerade so Platz hat. Und das war's dann auch. So, so und so. Eins, zwei, hoch. Ich glaube, so kann man das lassen, oder? Und hier dann. So. Jetzt ist das schön zu. Den einen haben wir weg. So. Ich glaube, das könnte was, das können wir so lassen. Vielleicht tun wir die Leiter da auch noch weg. Schaut so besser aus, glaube ich. Super! Na fein! Wie schaut es mit Essen aus? Wir haben Hunger. Ich hätte fast wieder aufs Essen vergessen. So. Nach getaner Arbeit können wir uns mal was gönnen. So, dreimal Fisch. Und als Nachspeise hauen wir uns eine Himbeermarmelade rein. So, ja. Eine dürfte reichen. So, jetzt sind wir erstmal wieder ein bisschen vom Hunger befreit. Ja, ich glaube, das geht schon so, oder? Da kann man alles schön überblicken. Und ich glaube, von unten wird es auch nicht allzu doof ausschauen. Ja, genau. So. 5 FPS haben wir nur. Warte mal kurz. So. Ich glaube, jetzt geht es wieder besser. Ein bisschen besser. So, wir ernten wieder ganz brav und dann ist der Part auch gleich zu Ende. So. So, sehr gut. Wie schauen wir hier aus? Da ist wahrscheinlich alles noch immer gleich. Ah, da hinten. Da sehe ich was. Hier ist was gewachsen. Eine Brombeere. Sauber. Supi. Die kommt dann gleich hier in unser Fach rein. Ja, da haben wir wieder ordentlich Brombeere. Dann brauchen wir nur noch, ja, die nehme ich mit als Reserve. Dann bräuchten wir eigentlich nur noch Zucker wieder haufenweise. Und dann kann das Kochen schon wieder weitergehen. So, was ist noch zum Weghauen? Ich würde sagen, der Schleim kommt weg. Jetzt habe ich die Ranken gar nicht angebracht. Das war jetzt nicht schlau von mir. Wird wohl hoffentlich jetzt nicht schlimm sein.
Ich mache das dann einmal, wenn sie nicht zuschaut. So. Ganz still und heimlich. So. Haben wir hier noch Ranken? Na, Gras. Ich habe alles durcheinander... Doch, wir haben Ranken. Ich habe alles komplett durcheinander geordnet. So, wie es sein soll. Setzlinge haben wir mehr als genug. Mehr als genug. Na fein, dann würde ich sagen, wir beenden den Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!